Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Sprite Seeing mit Mystic Quest Legend. Die Zielgerade, sie ist vor Augen. Der letzte große Dungeon oben auf dem Koma-Berg, wollte ich schon sagen. Nein, auf dem Fokusturm. Ist da und ich werde trotzdem gemonsterfurzt. Hier gerade. Alter, was passiert denn hier alles? Ich werde gerade gemonsterfurzt. Ich benutze mal voll. Ich werde volle Pulle Zauber hier machen, ne, die ganze Zeit. Mir jetzt egal, ich habe ja so viele Zauberheilmittel genommen. Kann ich Greg nicht auch auf Auto stellen? Das ist ja einfach so One-Hit-Kills. Dann machen. Komm, nochmal eine Felsenaure. Who the fuck cares? Wen interessiert's? Ist mir jetzt egal, ich werde alle meine Ressourcen verwenden. So. Tür ist offen. Oh Gott. Das fängt ja schon gut an. Fängt ja schon echt gut an. So. Ah, ich wette, ich muss alle diese Schalter benutzen. Das sind viele Schalter. Okay, kämpfen. Magie. Guck mal, Luftflug. Seelenwirk ist ja voll anfällig gegen die Attacke. Die sind auch voll anfällig gegen die Attacke, okay. Wollen nur noch angreifen. Ich werde einfach alles verwenden, was ich habe. Ich schmeiß alles raus. So. Die Tür haben wir aufgemacht. Ich muss mal gucken, wo ich rüberjumpen und Türen aufmachen kann. Okay. Dass ich nicht runterfalle. Warte. Guck mal, das ist keine Tür, ne? Müssen ja die Augen leuchten. Und hier passiert nichts, wenn ich ein Anfänger bin. Hier passiert auch nichts. Ah, aber... Hier muss ich. Okay. Open it. Mach Vorsicht, dass ich nicht runterfalle. Ich wette, das wird nicht gut ausgehen. So. Mal nochmal eine Winterattacke. Und ich greife auch als erster an. Luftfluch. Hm? So, auf alle. Phantom, Seelenwürger sind alle anfällig. Nee, alle anfällig mit Ausnahme des Seelenwürgers. Ja, schmeiß mal die Bombe. Lauf du mit deinem Krummschwert. Jumbo-Bomben bringen echt gar nichts. Mittlerweile. Schade, die guten Bomben, die waren so nützlich eine Zeit lang. Und dann haben sie ihre Nützlichkeit verwirkt. Ich hoffe, dass ich noch... aber ich weiß nicht, ob ich ganz auf Phobia-Stufe gelangen kann. Pfeile habe ich gefunden, das ist gut. So, Schwert brauche ich. Warum er es nicht einfach automatisch macht, ich weiß es nicht. Weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Vorsicht. Oh, was ist das denn? Prep Action oder was? Krabbenpower. Okay, Flammenaura. Zack. Oh, für die hat 600 gereicht. Voll gut. Die Tür ist offen. Es reicht nicht. Aber wo ist denn der Durchgang dann dorthin? Komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin, oder? Okay. Nee,
das ist der Durchgang. Da waren wir da durch. Hier waren nur Items, ne? Ah. Wie komme ich denn dahin? Kann ich mich an den Kisten langhangeln? Nee. Ich brauche was zum Greifen. Ein bisschen Speck zum Greifen. Brauche ich. Da kann ich nicht runter. Da kann ich auch nicht lang. Hier muss ich hopsen. Da war ich unten. Ach. Okay. Warum auch nicht? Hier war ich. Ah, hier war ich. War ich hier vorhin entlang? Sicher ist sicher, oder? Okay. Okay. Bin ich immer noch nicht lang. Ja, das bringt ja überhaupt nichts. Das bringt ja überhaupt nichts. Mache ich die Tür denn wieder zu, wenn ich es nochmal haue? Nein. Okay. Immerhin etwas. Okay. Ah, ich muss drumherum. Das Klärchen im Papierchen. Da wollte ich hier entlang. Hier hoch. Nochmal einen Krabbensaft. Okay. Greif's an. Let's magic this bitch. Feuerfluch. Feuerfluch, das... Bringt hier überhaupt nichts. Beim Donner. Ach nee. Donner-Aura ist das hier. Luftfluch. Luftfluch war gut, oder? Da waren sie alle anfällig gegen. Und Thomas, sie verdoppelt, warum? Das habe ich nicht so sanktioniert. Ist nicht erlaubt. Okay. Glauben wir es jetzt? Oh, ich fall bestimmt runter. Nee, ich fall nicht runter. Oh, toll. Ja, geil. Ich dachte, wenn ich nach vorne drücke, falle ich runter. Aber nein. Mach es nicht. Also kann ich das doch hier machen. Oh. Oh, okay. Vorsichtig, vorsichtig. Let's rock this. So. Und? Nur mehr als genug uns gekauft. Okay, dann lass mal gucken. Key. Steingolem und Cerberus. Okay. Magie. Let's Flammen auch Asis. Orkanwinde. 84 noch, ha. Cerberus anfällig. Der widersteht aber. Okay. Donneraura. 149. Felsenaura. Vielleicht bringt die Felsenaura was. Widersteht. Felsblick. Oh nein! Versteinert, oder? Okay, nee, dann muss ich wirklich. Was hat sie benutzt? Die Flammenaura, Nebelaura. Donneraura hat sie verwendet, ne? Widerstehe dieser Attacke. Ah, aber... Obwohl, der schmilzt schon, ne? Schmelzen tut er schon. 826, oh Mann. Komm, heile mich! Heile mich, Phobia! Vielleicht mache ich eine physische Attacke dann.
26, ey. Eine physische Attacke bringt viel mehr als jetzt meine Magien wegzuzimmern. Säuregas, vorbei. Sind wir so in der Stage, große, so aufwendige Endgame-Level. Aber das hier hat mir aber schon wesentlich besser gefallen als der normale Dungeon, weil der war ein bisschen komplex, hatte eine Handvoll Gegner, war aber auch genug mit dem Kämpfen und nicht einfach nur Kampf nach Kampf nach Kampf nach Kampf nach Kampf und Sackgasse nach Sackgasse nach Sackgasse. Das kommt wahrscheinlich gleich noch alles, aber trotzdem. Das war schon wesentlich angenehmer. Wird das ganze Spiel ruhig sein können. Hey. Hey Golem, du bist gleich Butter. Ich mache aus dir Geschnetzeltes. Ja. Das gefällt mir gut. Gleich mal upsavern. Den Level haben wir geschafft. Obwohl, ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, gab's hier noch was? Ja, ich dachte, hier wäre jetzt eine Treppe, wo ich rauf kann. Aber dem war nicht so. Alright. Also ich muss wieder zurück. Einfach nur diese Steine haben sich geöffnet. Ja, geil. Also muss ich rein in ein Level, dort den Gegner besiegen. Und oh. Was passiert hier? Obsikato. Das war falsch. Hat nichts gebracht. Alright. Das wird wohl eine Hops-Angelegenheit dann hier. Das bringt auch nichts. Ah! Ich kann den Dreck bestimmt zum Schwingen verwenden. Diese Stein-Dingers. Okay. Gehen wir mal hier lang. Oh, ich greife an. Es ist wirklich viel angenehmer gerade. Der letzte Dungeon macht Spaß. Strangely enough. Ich habe wieder so eine Quälerei erwartet. Wieder vor. Aber it's fun. Hier widersteht der Attacke. Aber nicht so klug. Nur einen normalen Angriff. Scheiße, ja. Ich habe auch noch die Krallen. Ah, das sind, stimmt, das sind ja Flammen-Genies. Natürlich sind es Flammen-Genies. Aber es reicht. Das sollte reichen. Aber ich bezweifle, dass ich dann die Stufe von Phobia erreiche. Oh, da. Doppeldrache sehe ich. Warte mal, wie wäre ich denn da hingekommen? Ah, okay, das bringt nichts. Hätte ich mir sparen können, den Kampf. Ich muss da an der Seite durch. Doppeldrache. Wahrscheinlich hier so ein bisschen Boss-Rush-Mode-Style, dass man ältere Bosse nochmal ein bisschen härter hier wegzimmern kann. Luftfluch sind die meist alle anfällig, oder? Oder auch nicht. 280? Was, und er hat ihn weggehauen gleich? Was ist denn da passiert? Wahrscheinlich war das doch so ein One-Hit-Killing. Bitte töte mich nicht. Ich bitte darum. Ach so, ist das gut. Krafttrank und Pfeile. Oh. Das hätte ich nicht gebraucht unbedingt. Okay. Ja, brennen die Hunde. Brennen sie nieder.
Aber anfällig und nur 200? Das ist ja Käse. Das bringt ja nichts. Bringt ja nichts! So, wie muss ich denn hier lang? Obi, ich glaube, deine Feuermagie bringt nicht so viel. Aber wenn wir lieber angreifen müssen mit deinen Aminati-Bogen. Wie der heißt. Heiltrank? Du hast schon genug Pfeile, okay. Hops, 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 hops. So, ja, ist kompliziert. Ist doch kompliziert hier. So, Eis war es, ne? Wasserfluch. Wasserfluch in this bitch. Oh, ich hätte einfach angreifen. Oder zumindest den Wasserfluch auf einen Gegner konzentrieren sollen. Nein, nicht Steinstarre. Schnell entsteinen. Nicht töten. Das ist nicht nett. Also ich darf dich schon töten, aber du mich nicht. Nun nicht mich. So. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Komm ich da rüber? Nee. Schade. Falsche Ecke. Komm ich hier unten irgendwie lang? Da mich hier nicht zurück. Ah, so, 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 so. Ah, so, 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 so. Wie der Japaner sagen würde. So, 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 so. Aha, so, so. Ich, ups, ich greife mal normal an. Cares. Und auch weg. Und auch weg. Nicht ganz. Okay. Also, bevor wir rüberspringen. Heiltrank. Ah, warte mal, aber erstmal mehr nicht verschwenden. Halt uns Phobia. Und dann kriegt sie. Dann kriegt sie den Zauberpups. Okay, dann let's next. Was ist das denn für einer? Diplodocus. Siamdrache. Den hatte ich aber schon mal, ne? Oder? Okay. Magie, wie war das? Der Wasserfluch hilft gegen ihn. Fäulnis. Erstmal die Leute an der Seite. Einer weg. Okay. Wir haben Drache Nebelaura. Müssen wir probieren. Und dann solche Arten. 1500, alright. Amati-Bogen. Nee, Mädel. Ja, du hast doch auch noch. Na gut, lass sie einfach mal machen. Ich benutze die Nebelaura. Die wird schon heilen. Wenn nötig. Aura. Ah, ein bisschen Feuer macht mir doch nichts aus. Diese Attacke widerstehe ich im lockersten. Guck mal, schon Kopf weniger. Noch eine Nebelaura. Du darfst gerne mit dem Wasserfluch angreifen, Phobia. Na gut, benutze die Kraftzauber. Ist mir auch genehm. Damit sollte es gut klappen. Aha. Blitz und Nebel klappen gut. Okay, 3000. Alles klar. Donneraura. Soll ich auch mal die Donneraura benutzen, weil ich glaube, ich bin ein kräftigerer Magier. Als... Draußen wollte ich schon sagen. Draußen fängt der Regensturm an. Aber ich glaube, man kann es mit dem Headset nicht so gut hören. Das ist ja fast schon dein Gedankensprung-Style.
Sonne-Aura, ne? Ich probiere mal eine. Besonders anfällig. 1200, nee, das andere war besser. Wo er nicht anfällig gegen. Also war Wasserfluch. Boah, jetzt wird's aber kräftig. 900 ist auch hier. Und der Siam-Drache wäre besiegt. Und ich wette, damit ist auch der nächste Weg frei. So macht mir das Spaß. So ist das okay. So hätte wirklich das ganze Spiel sein können. Kleine, intelligente Dungeon-Scheiße. Die mich weiterbringt, wenn denn nötig. Wo ich dann einfach wieder locker rauskommen kann. Die mich ein bisschen so beansprucht. Und alles. Aber dem war ja nicht das ganze. Oh, scheiße. Jetzt habe ich Wasserfluch benutzt. Ach, egal. Who cares? Wasserfluch sind doch bestimmt anfällig. Natürlich nicht. Ne, weghauen. Gleich tot. Ja, danke. Ihr und eure Erdbeerenzauber. Ey, was heißt hier vorbei? Ach, ich hab die Scheiße. Die falsche Klaue. Die falsche Klaue. Ich will eigentlich nachher noch joggen gehen. Ja. Kann ich wohl knicken heute. Ey. Ich dachte schon, ihr starrt mich auch zu Stein. Was ist denn hier los, dass es auf einmal so schwierig ist? Also selbst der Endboss war ja nicht so schwer. Das ist doch echt dumme Scheiße. So. Das ist gut. So mag ich das. Alright. So. Dann lass uns mal gucken. Ist das der letzte Part jetzt? Oder bin ich schon beim Boss oben? Oder gibt es noch eine Stufe? Ah, es gibt noch eine Stufe. Okay, oh, ich bin auch noch erblindet. Das wollen wir natürlich nicht haben. Okay. Oh, was passiert denn da? Sind Gegner im Glas versteckt, oder was? Ach, das ist eine Brücke. Alles klar. Eine Brücke mit Gegnern drin. Alright. Luftfluch. Luftfluch ist immer gut, ne? Besonders anfällig sind sie. Phantom unternimmt nichts. Das ist doch mal eine, das ist doch mal eine Ansage. Das gefällt mir gut. Mal den Feuerfluch. Phantom unternimmt nichts. So sollte das eigentlich immer sein. Das bringt auch alles überhaupt nichts, ne? Einfach mit dem Schwert einmal drüber. Ist viel effektiver. Als hier die geilen Magien auspacken. Okay, noch einer. Aber mit dem Schwert drüber. Ist davor, wir gerne so einen Massenzauber. Massenzauber machen, hätte ich schon gesagt. Damit die Dreckspeller nicht hier so viel Magie wirken. Okay,
Oh, ey, da hat sich geklont. Du Schwein hast geklont. Aber der hat auch volle Energie, der Klon, ne? Warum hat er nicht nur einen Bruch? Also wenn sich er klont, ja? Reine Logik würde dann diktieren. Oh, warte mal, muss ich aber einmal kurz sie wiederbeleben. Reine Logik würde diktieren, dass es ja irgendwo, die Masse kann ja aus dem Nichts nicht nirgendwo herkommen, ne? Dass er sich zumindest dann aufteilt, seine Hitpoints aufteilt zwischen beiden. Aber nein. Quasi nochmal verdoppelt einfach. Und ich bin aufgestuft auf 32. Das ist auch sehr, sehr gut. Guck mal, und da ist er. Wie komme ich hin? Nee, falsch rum, ne? Okay, ich muss irgendwie da hoch. Hoch und springen. Aber hier nicht. Hier ist zu weit. Das ist ein bisschen vertrackt hier. Hier muss ich hoch. Okay. Okay, da muss ich irgendwie hoch. Wie lange kann ich hier irgendetwas machen? Ich kann nicht springen. Bringt nichts hier, ne? Okay, aber ich sehe schon, ich muss hier irgendwie so eine ganz komische Schleife laufen. Ah, ich kann natürlich noch weiter hier. Alles Klärchen und Popärchen. Hey, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Hier lang. Muss ich wohl hoch. Hilft nichts. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Ey, ihr dummen Wölfe. Ihr braucht das nicht machen. Kriegt man auch noch anders irgendwie hin. Wird man bestimmt gedeichselt. Dass wir das alles nochmal vernünftig ausdiskutieren können. Ey, nicht töten. Oder versteinern. Das ist fast genauso schlimm. Der gleiche Aufwand, den ich machen muss, an Klicks, um sie vor dem Tod zu bewahren. Oder wieder zurückzuholen vom Tod. Ey, vorbei. Einfach mal vorbei. Das ist doch Mumpitz. Mumpitz nenne ich das. Puren Mumpitz. So, so viele Stockwerke sollten echt nicht mehr übrig sein. Ich schätze mal, es ist das letzte oder vorletzte. Bevor wir beim finalen Boss sind. Jump it. Natürlich drumherum. Einmal komplett. Oh. Okay. Probier, du hast doch noch viele Zauber, oder nicht? Und das mit Steinstaub, aber das kannst du. Ey, mach doch mal Magie. Ey, so eine. Plus minus null. Hat auch nichts gebracht. Mit dem normalen Schwertschlag hätte ich einfach mehr abgezogen. Und deine Steinsäure, ey. Ach, und hier war nur eine Kiste. Na gut, Leute, lasst uns an dieser Stelle einmal Schluss machen. Ich muss noch kurz überdenken, wie man hier denn vernünftig weiterkommt, weil das kann durchaus ein wenig knifflig
werden, ja. Wir sehen uns deshalb beim nächsten Mal und mit etwas Glück beim letzten Mal mit dem Sprite-Seeing von Mystic Quest Legend. Ich werde jetzt diese Gegner einfach vermöbeln und ihr verabschiedet euch. Bis zum nächsten Mal.